Hallöchen, YouTube. So. Ja. Hallo und willkommen zu diesem neuen Let's Play. Schöner Anfang, ne? Ja, es ist passiert. Ich komme her und, ja. Wie sich gewünscht wurde, spielen wir hier Direwolf 20. Ja, ich bin Mr. Crusade, wer mich nicht kennt, und ich spiele jetzt dieses Spiel. Es ist Direwolf 20 1.6.4. Dabei wiederum die Version 1.0.23. Nee, was soll ich machen? Achso, wir hier Punkt M. Was? Nee. Das wollen wir jetzt mal gar nicht. Nein, wie sich gewünscht wurde, soll ich mal, spiele ich jetzt gerade Direwolf 20. Und wie man vielleicht merkt, ist meine Verbindung nicht die allerbeste. Das liegt daran, dass es nicht lokal jetzt ist, sondern auf einem, Server hier. Also, war immer schon Server bei mir, aber hier auf, Aha. Hier auf Nitrado, meine ich. Wie war das? N. Aha. Ja, nee, hallo. Einstellungen. Was sich hier allerdings geändert hat, beziehungsweise ändern wird, wie auch immer, ist, dass ich zum einen jetzt hier noch nicht vor der Aufnahme alles eingestellt habe. Und zum anderen, dass, ne, dass ich hier dann nicht alleine spielen werde. Wahrscheinlich, vielleicht, je nachdem. Das entscheidet ihr. Hier sehen wir schon was, was in dieser Version, also in diesem Modpack ganz lustig ist. Allerdings, wenn ich da hinlaufe, bin ich in 3 Sekunden tot, von daher mache ich das jetzt gerade nicht. Ich wollte eigentlich den Todespunkt hier löschen, aber ich finde irgendwie das Menü nicht. Was wir jetzt machen werden, also Toggle Downfall werde ich natürlich machen, ne? Das ist der Cheat, den ich absolut immer hier mir erlaube. Denn das geht mir ziemlich auf die Nerven. Und es ist auch nichts, was jetzt hier das Spielerlebnis irgendwie total ändert und alles. Ja, so einen Strahl haben wir ja auch immer. Ich würde mal sagen, ich bin hier einigermaßen sicher. Dann kann ich ja... ne, was ich sagen wollte. Der Invert Mouse. Oh Gott. Zumindest ist hier bei den Einstellungen nicht drin. Wo war das hier? Was ich sagen wollte. Ich spiele hier wahrscheinlich nicht alleine, weil... ich mache das so, dass Leute von euch... Denen, ne, natürlich nicht alle. Aber denen ich vertraue, die ich... Genug, dass sie hier dann spielen... dürfen. Das ist jetzt nicht irgendwas Besonderes, aber einfach nur halt, dass ich hier, ne, ich will hier keine Griefer dann haben, der sich dann das Projekt deshalb abbrechen muss. Aber ich möchte auch was ein bisschen mit euch zusammen machen, deshalb dieser Server wird fast 24/7 durchlaufen. Also ich wollte hier eigentlich noch einstellen. Also ein bisschen was habe ich sogar schon eingestellt. Warum nicht fertig hier? Das ist ja... ne, also dann, wer da irgendwie Interesse hat, dann kann ich mir kurz anschreiben. Also wenn ich von dem noch nie irgendwas gehört habe, dann ist natürlich klar, der braucht mich dann wahrscheinlich auch gar nicht anschreiben. Aber einfach, wer jetzt, oder in die Kommentare kann, ist ja egal. Weil es ist Whitelist natürlich, ne? Und ich weiß nicht, was das ist. Kommt doch keine Beschreibung hierzu her, das habe ich hier irgendwie halt und so. Ne? Aber es gibt schon so irgendwie, ich habe doch alles eingestellt. Achso, nee, Steuerung. Oder? Ja, doch. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder von hinten gemeuchelt. Wie sonst was. Ne, aber wie gesagt, es gibt hier schon so zwei, drei Leute, denen ich schon das zutraue, dass die auch ordentlich spielen.
will hier auch keinem was unterstellen, aber einfach nur, ne? Ich will hier auch auf Nummer sicher gehen. Weil es auch dann für diejenigen, die wirklich das ordentlich machen würden, unfair wäre, wenn ich das hier dann abbrechen müsste. Deshalb. T-Shirt, bla 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 bla. Ja. Okay. Das machen wir schon. Ja, okay. Mhm. Armor GUI. Wo setzen wir das hin? Hier. Höh. Grave. Aufs Grab. Ja. Reload Capes. Das ist meine Aufnahmetaste, das geht so nicht. 11. Sehr geil. Jetzt habe ich hier unterbrochen, weil ich Vollbild und so bla bla bla. Ich kann es nicht fassen. Ich fasse es nicht. Jetzt war es die 5 Sekunden, die lösche ich jetzt hier einfach raus. Ich bin ja jetzt hier gerade im File-Browser drin und so, ne? Ist ja hier klar und so. Ja, wo war ich? Ich werde hier gerade angeschrieben, das ist kacke. Weil ich hier gerade... Nö, ich schreibe hier einfach nö zurück und, geh auf mein Steam. Gut, das mache ich alles für euch. Nee, das wollte ich nicht. Back, was? Nee, hier ist... Ach. Ich habe hier übrigens die ganze Zeit schon so einen halben Hitzeanfall, Hitzeschlag, ne? Wegen, muss ich ordentlich was trinken dann bald. So, Reload Capes F10? Gut, ist noch frei. Voxel Map Menu. Mode Switch Key? Den hätte ich gerne auf Q, deshalb habe ich das umgelegt. Ich hab's umgelegt. Sie to Alt Key? Was? Ne? Oh Gott, Boost hier mal wieder auf B. Side Mirror Stück. Was ist hier? XC, was? Ich weiß doch, was. Side Inventory, was ist denn das? Y, hier, hab, mach mal X oder so, was weiß ich, dieser. Alt Key, L Menü geht irgendwie nicht. Haben wir hier. Achso, das war schon das. Ja, okay. Im Casting Mode als Magicka. Puh. Spellbook Next Slot. Was? Machen wir hier einfach Doppelbelegung alles. Ja, gut. Machen wir mal hier so. Ist ja. Beta Particles Menü. Was war hier? B? Mana Display Toggle. Was haben wir hier dann aufs Grave gelegt, aufs Grab? Armer. Okay. Ich werde hier mit der Steuerung schon alleine verwirrt werden. Nur so mal als Info, ne? Achso, was ich übrigens auch noch als Änderung haben werde. Ich werde hier in einem Rutsch durch aufnehmen, weil es dann auch mit dem Zusammenspiel auch besser sein wird. Wenn man dann jedes Mal wieder hier, ne, ich muss mal kurz hier Aufnahme abbrechen und dann wieder neu starten und so. Die erste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein, einfach weil ich hier Einstellungen mache und so. Bag of Holding, was ist halt? So viele Tasten gibt's nicht hier. Ich will auch nicht hier. Was? Oha. Ihr werdet mich noch öfter hier verzweifeln hören. Sehen natürlich nicht, aber hören. Das Pocket Crafting. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, Helmet Option. Also auf Drop eher nicht so. Haben wir hier auf. Was weiß ich. Jetzt haben wir hier. Change Mount Focus. Ja, dann schmeiße ich sie hier. G? Okay. Awakened Armor. Wie ist denn das? Hallo? Open MPS Keybind. Okay, ich werde das dann noch. Button 100? Was? Ich habe auf meiner Maus nur 12 Buttons. Oder ich weiß nicht, was das soll. Ob es eine Maus mit 100 Buttons gibt? Oh. Cycle Tool Backward. Okay, so sieht auch nicht mehr davon. MPS wahrscheinlich hier bei beiden.
habe das Gefühl hier. Ah ja. Ich lasse es jetzt einfach. Ist ja egal. Kann man die eigentlich irgendwie löschen hier? Nee? Kacke. Nee, Button 100, was? Nee! Mach mal einfach mal die hier in MP3, ist ja egal. Pause, Zoom. Klick für Keybinds. Genau. Das Morphen, das weiß ich auch schon, was es ist. Mach mal einfach mal. Was? Jetzt habe ich irgendwas gemacht. Ist das jetzt umgestellt oder wie ist das jetzt? War das schon das Next hier? Nee. Ach so. Favorite. Wie setzt man. Was? Hier? Was? Favorite. Mal Q einfach. Selector Choose. Machen wir hier. V, C, X. Selector Up. Mal hier. Mausrad nach oben. Hallo. Weißt du was, halten kann man nur diese drei, das ist blöd. Machen wir einfach hier den und warum kann ich denn nicht Mausrad nach oben? Hallo. Ja, machen wir hier den und dann ja, F ist wegschmeißen bei mir. Ich weiß überhaupt links, rechts hier? Al Bracket. Was machen wir hier? Ich bin immer verzweifeln hier. Okay, es muss ja nicht hier unbedingt Selector Up. Dann machen wir hier TG. Und hier. Shift TG oder so. Also man kann hier auch so scrollen, habe ich ganz vergessen. Gut, Open Map View ein, bla bla bla. New Waypoint. Hier auf Punkt. Auf die Periode. was? Next Map Mode. Next. Was? Ach, nee. Das möchte ich hier auf. Keine Ahnung, so. Lampe. Dezimal. Ding. Zoom in, zoom out. Underground Map Mode. Den hier? Ha, da, 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 da. Crafting Grid. Was? Warte mal, hier fehlt doch irgendwas. Click for Keybinds. New Waypoint. Wo kann ich denn hier die. Hallo? Ich raff's irgendwie nicht so ganz. Was ist Weiler? Ich habe keine Ahnung. Ist das sowas wie ein wie NEI oder so? Screen. Config Screen dann mal hier. So. Show Height hier. Show Liquids hier. Show Recipe hier. Show. So hier. Show Usage hier oder so. Ich werde die alle noch oftmals vergessen hier, die ganzen Keybindings. Aber, gut, ich weiß immer noch nicht, wie man hier irgendwas macht. Nö. Kann man hier irgendwie Options? Help. Teleport to Cursor Selected Marker.
Ah, die Lizard mag's ja hier so. Mal, dann müssen wir hier. Trip all selected. Nee, geht nicht. Muss ich den hier anschauen? Nee, entferne ich Tricks die ganze Zeit, was passiert nichts. Gut. Es gibt ja auch so komische Hüte, die die Tiere tragen, wie man vielleicht schon sieht. Nee, hier nicht. Und auch Monster, glaube ich. Oder? Hier zum Beispiel. Der Creeper, der gerade verschwunden ist. Aber gut. Ich brauche was zu essen. Und ich sollte eigentlich mal jetzt hier anfangen. Jetzt hier, also ich habe jetzt hier ganz schön viel vertrödelt. Was war nochmal hier die Änderungstaste? Also, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Achso, Favoriten. Wo war nochmal die andere Taste hier? Marin das. Oh Gott. Rakete. Weg hier! Nö! Hier ist ja nichts, wie es aussieht. Okay, dann kann ich hier einfach mal jetzt hier Einstellungen. Wie, wo waren das? Wahrscheinlich spawnen jetzt direkt neben mir was. Oh gut, hey. Tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit drin bin, aber. Selector up, down. Nö. Ach, das ist ein Zombie. Ich dachte, das wäre eine Hexe oder so. Hallo? Ja, man merkt halt, diese Verbindung ist nicht unbedingt stabil gerade mal. Achso, was ich vielleicht auch noch sagen wollte, sollte oder so. Ich werde, Jo, Head unlocked. Ich habe keine Ahnung, wie ich da irgendwas mache, aber gut, machen wir einfach mal. Vielleicht geht's ja. So. Und dann einmal noch. Jawohl, danke sehr. Wir haben jetzt hier ein bisschen was. Achso, hier auch noch übrigens. Keybindings. Oh Gott. Ich kenne mich hier schon mal überhaupt nicht aus. Inventory, so, Recipe. Hatten wir gerne auf R, jawohl. Usage, haben wir hier auf dieses. Previous Recipe, haben wir auf diese Enchantments, die, keine Ahnung was. Zack, zack. Toggle an die Visibility, Focus, Search Bar. Ja, wird schon so irgendwie passen. Außerdem wollte ich. Wie kann man hier Cheat Mode umstellen? Weil ich habe jetzt sicher hier. Ne, ich habe sogar. Ne, doch. Das wollte ich eben vermeiden. Das ist eine Noob-Folge. Ne, die erste und so. Noob-Folge, die erste. Hier bin ich in Bienennest. Können wir auch mal hier irgendwann abbauen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen sollte. Bitte. Ja. So, Inventory, Cheat Mode, hier, Recipe Mode, das möchte ich haben. Danke sehr. Delete Magnet. Ja, gut. So ist schön. Wie mache ich das jetzt mit Morph? Next? Was war da? Hier. Das war falsch. Next. Da, 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 da. Das sollte keine Schleichwirkung sein. Nö, ich habe keine Ahnung, was ich hier drücken soll. Was ist. Hallo? Hier mal alle durchdrücken, ne? Kann ja sein, dass es irgendwo hier ist. Ich habe noch, okay, gut genug. Open Blocks. Ja, okay. Das ist einfach mal hier hin. So.
Gut, ich bin ein absoluter Noob. Hallo, hier bin ich. Ich kenne mich ja irgendwie überhaupt nicht aus mit den neuen Versionen und so. Ich habe die ganz ehrlich fast nie gespielt und wenn dann nur Vanille. Vanille und Schoko und Lebkuchen und Bär und alles so. Und Gummibär. Was hier? Skelette. Okay, nee, da möchte ich nicht hin. Wir haben hier auch ganz neue Materialien. Das sieht, glaube ich, irgendwie so hart oder so. Nee. Oder doch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fange einfach mal an, dass ich hier irgendwo dann da drüben, wo ein bisschen mehr Bäume sind, ein bisschen Holz abbaue. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Immer noch auf Minecraft hier. Boom! Ich höre hier was Komisches. Ich hab dich nicht angesehen. Das warst du selber. Du selbstverliebtes Schwein. Gathering Wood. Oh, bin so gut. Bin einfach nur gut. So, irgendwas wollte ich noch sagen, bevor es hier so richtig losgeht und alles. Das habe ich allerdings schon wieder verpeilt, wie es aussieht. Sonst noch was irgendwas zu sagen hier? Musst du ja natürlich, ne, der Server ist, wie gesagt, fast 24/7 online wird er sein. Und aus dem Grund, weil, wenn jetzt irgendwas mal ich, ne, dann, oder so. Ich werde auch da irgendwie dann jede Woche oder so mal, wenn was zumindest passiert ist, falls was passiert ist, gleich mal irgendwie so ein Upgrade. Welchen Upgrade machen? Und dann haben wir total den Boost und alles. Ne, dann werde ich so ein Backup machen, so rum. Am Upback machen. No, erstmal ein Crafting Table. Ich finde es ja gut, dass hier so eine neue Funktion hier. Sind ganz praktisch. Und so. Zuerst mal machen wir uns eine. Hier. Spitzhacke, würde ich sagen. Mit der können wir dann. Uns so ein bisschen. Ne? Hier ein bisschen Stein abbauen, dann können wir gleich mal mit besseren Werkzeugen starten, als wenn wir hier. Ich habe hier übrigens noch ein paar Texturen nicht reingepackt. Wir haben mal das Fax PBD genommen und dann gar nichts damit gemacht. Oh, ich möchte diesen Hut haben, bitte. Außerdem möchte ich mich in ein Schaf verwandeln können. Das geht nicht, ne? Achso, weil sie jetzt durch Fallschaden gestorben ist, wahrscheinlich. Wo ist das hin? Nee, war schon das. Okay. Ja, jetzt haben wir's. Ich kann mich sowieso nicht drin verwandeln. Also, was soll's? Was soll's? Übrigens, habt ihr gewusst, dass wenn man einen Spieler, der sich in irgendwas verwandelt hat, tötet, dass man das dann auch diese Verwandlung bekommt? Als ob man in was er sich verwandelt hat, selbst getötet hätte. Ja, das weiß ich schon. So viel weiß ich. Also, in der Theorie bin ich nicht unbedingt ganz ein Noob, sagen wir mal so. Nur ich weiß noch nicht, wie man hier morphen kann. Ich habe hier die Favoriten, aber auch sonst gar nichts. Wie kann ich hier. Ich kann hier. Ja, die sind ein bisschen blöd belegt hier gerade mal, ne? Ach Gottchen. Wanders. Morph. Hier haben wir es. Ja, ach Gott. Nochmal hier R. Was ist das gespeichert? Ja, hat es. Dann. Achso, dann können wir hier so. Achso, dafür ist es. Okay. Dann ich hätte gern dieses als Favorit. Geht das? Ja, cool. Ausgewählt? Wie war es nochmal? Hier? Nee. Lalalala, hihihihi. Ach, ich dachte schon, hier wäre irgendwas hinter mir. Lalalala. Leider kann ich hier nicht irgendwie fliegen. Also, ich kann zwar gleiten, aber nicht fliegen. Das finde ich ein bisschen blöd. Was ich auch nicht so vorteilhaft finde, ist, dass mich die. Ne, hier die Monster trotzdem erkennen anscheinend. Die aber hier nicht mehr da sind, das ist gut.
bin ein kleines Hühnchen, ich bin ein kleines Hühnchen. Lalalala. Und ich kann hier rüberfliegen. Fliegen wir mal hier rein. Oder durch. Ich kann hier leider nicht. Gott, das ist schlimm. Lalalala. So. Sind wir wieder wir selber. Ich bin wieder ich selbst. Das ist gut. Achso, ich wollte einen Stein abbauen. Fällt mir gerade mal so ein. Wieder mal. Ich kann mich jetzt dann auch in ein Schwein verwandeln. Das ist schön. Ich wollte schon immer ein Schwein sein. Wo ist mein Fleisch? Fleisch! Hallo? Da drüben? Was? Ja, das ist natürlich der Nachteil hier, wenn man, ach komm. Nicht dein Ernst, oder? Server lag. Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, kommt mir vor, in letzter Zeit, also dieses Wochenende ist so, ist mir aufgefallen. Irgendwie schlechtere Verbindung zu Servern und sonstigem. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es macht jetzt hier noch nicht so ein Problem. Na, ist er. Es macht ja noch nicht weniger Spaß, deshalb. Es macht noch nicht minder Spaß. Von daher ist es dem Anbieter nachzusehen oder so. Es wäre natürlich vorteilhaft, wenn es hier. Ach, das ist ja irgendwie. Mal hier, wie war der Map View? U? R? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man erst einstellen, wenn man irgendwie wirklich unter Tage ist. Kann ich das schon abbauen? Sieht nicht danach aus. Okay, dann lasse ich das vorerst mal, weil wir wollen ja nicht hier, ne, und so. Alles zerstören, die ganzen Rohstoffe. Ich finde es übrigens total angenehm, dass ich hier nicht mehr auf die Uhr schauen muss. Dass ich nicht mehr alle gefühlten 20 Sekunden auf die Uhr schauen muss. Oh. Hallo. Komm, mein Freund, wir gehen an die Frisch. Ah! Was soll... Hallo? Oh, der ist... Sack. Ich bin ganz genüsslich hier, du Sack. Sackratte, du. Nein, geh weg. Bleib weg, bleib mir vom Leib. Ach ja, mit dem, schon weg. Oh. Also ich meine hier. Ne, ich trauere nicht um den Zombie, aber ich trauere um mein Werkzeug. So, ach so, warte mal, wir haben ja hier. Wie wäre das noch hier, wenn ich den hier mache? Und dann Remove war, glaube ich, hier so. Nee? Ach ja, da doch, da ist noch die Map drauf. Gut, ich habe jetzt das. So kann man es also löschen. Und wenn ich dann hier einen auf den mache und dann so. Okay. Gut, also. Na? Nein! Das wollte ich doch so nicht. Verzeih mir, Spiel. Hallo? So, jetzt bin ich wieder hier oben. Ist gut, da kann man sich irgendwie verstecken und so. Der Name bleibt nicht da, das ist auch ganz praktisch. Da kann man nämlich trollen. Ja! Das darf nicht. So, ich muss hier noch irgendwie die Map umsetzen, weil. Das ist ein bisschen blöd hier. Was war denn hier auf X, 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 X? Spellbook Next Slot. Ich glaube, die sind sowieso in einem Inventar, von daher sollte es nicht so ein Problem sein. Allerdings haben wir hier noch irgendwo ein X. Nee? Hä? X, Spellbook Next Slot. Hub Expand Key. Was? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt verwunderlich, aber ich sag's trotzdem mal. Hat er versehentlich Tasten falsch gehalten. Hier übrigens, da kann man Bären auch noch irgendwie, aber ich kann nicht da in die Nähe, glaube ich. Das wird ein bisschen gefährlich, oder nicht? Nee, das sind ganz andere Dinge. Wozu sind die nochmal da? Ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall möchte ich hier erstmal. Hui!
Ich bin ein Hühnchen. So, wenn wir auf diesen hier machen. Hier so hat was. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich was hatte. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ist traurig eigentlich. So, zack, zack. Denn wir möchten. Also nee, hier so. Mal dieses hier. Mal dieses hier eigentlich möchten wir auch noch eine Axt haben. Das wäre schon so ganz praktisch grundsätzlich mal. Denn ja, hier so. Das kann übrigens auch so austauschen, indem man einfach die Taste drückt. Dementsprechend. Gesehen hat auch direkt aus dem Crafting-Menü raus. Das ist auch noch ganz praktisch. Also das sind schon so ein paar Sachen, die in den neuen Versionen schon ganz praktisch sind und mir auch in den alten immer noch wieder abgehen. Ich möchte hier rüber. Ah ja. Ah, ich hab die ganze Zeit Hunger, das ist schlimm. Was ist das eigentlich hier? Ein Eingang zu einem Dungeon? Ah, ich glaube fast. Achso, hier kann man ja Bären abbauen, habe ich ja gerade vorhin auch erwähnt. So war das, ne? Ja, dann, ich höre doch was. Ach, da unten. Ah. Ich möchte vielleicht ein bisschen weg hier, weil so, ne? Nee, geht weg! Ich komm doch so nicht weiter! Geht weg, hallo! Also man kann die Fähigkeiten also wirklich nur dann nutzen, wenn man sich vollkommen verwandelt hat. Das finde ich ein bisschen blöd gerade mal. Hallo? Einfach weil, ne? Man es nicht so hundertprozentig genau abschätzen kann. Ich möchte gerne hier so ein bisschen was abbauen können, ohne gleich zu verrecken. Danke sehr. Das wäre sehr angenehm. Also, hier läuft übrigens noch keine Musik. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich dann nochmal die gleiche Musik Playlist hier einspielen werde. Natürlich hier irgendwie mit den Rechten und in Deutschland dann auch der GEMA. Bisschen blöd, ne? Die Menschen arbeiten alle gegeneinander, ist nicht so gemein. Ja, zum gewissen Grad stinkt da auch Wahrheit drin. Achso, hier gibt es ja auch schon solche Bäume. Hm. Cool. Naja gut, ich soll mich nicht weiter stören. Ich kann jetzt ja trotzdem abbauen hier dieses Holz. Das ist ja genial, ist, wie wir alle wissen, seit einer bestimmten Werbung. Also hier. Da unten wartet schon jemand auf mich. Das ist ja putzig. Ach, wie lieb. Aber er läuft gerade weg. Ich glaube, er hat Angst vor mir. Soll auch haben. Diese Sau. Die Sack gerade. Ich habe keine Ahnung, warum ich die Sack gerade die ganze Zeit sage, aber. Was? Hallo? Oh, nee. Also, ich bin aber nicht auf Hardcore hier, ne? Ja? Gut. Wäre nicht ein bisschen blöd gewesen. So ganz minimal natürlich noch. So, Malibary Set Rating. Machen wir das mal hier so. Oh, ne, wow. Cool. Das ist ja... Gott. Dieser Nutzen, den wir davon einfach haben, das ist boah, unglaublich, unverpassbar. So, wir hätten hier gerne... Bitte kommen hier keine Geister her oder sowas.
Bitte nicht. Ich hab doch Angst hier. Eine kleine. Grüße. Hier ist ein Creeper. Ist nicht so schlimm. Ja. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Packen wir es einfach mal hier hin so. Oder hier so. Völlig egal eigentlich. So, wir haben dann hier ein bisschen hier so an. Zack, zack. Wie sieht das aus? Sieht es nicht so schlecht aus. Mauskabel richten, ohne dass es jemand bemerkt. Das ist so grandios. Ich kann das so gut. Das stört schon wieder irgendjemand auf eine komische Art und Weise. Das ist. Nee. Na. Light Grey Rule. Ach, hier gibt es ja auch so Urgang und so, glaube ich, ne? Nee. Nö. Ja, auf zu stöhnen hier, du. Da ist ja nichts. Ich muss nur schnell weg, bevor sie mich erwischen. Warum werden wir denn eigentlich die Maus nicht mehr angezeigt? Kacke! Was habe ich da umgestellt? Ich weiß es nicht. Na? In den Map-Modus. Nee. Nee. Hallo? Hallo? Ja, gut. Okay. Nee, was habe ich da umgestellt? Ich weiß nicht. Warum werden wir die Dinge nicht. Achso, war es jetzt, weil ich Cheat Mode war? Ja, ich hoffe doch nicht. Achso, das war nur das. Was? Geh weg. Nein, hallo. Ich begrüße dich nicht. Ich möchte, dass du weggehst. Was auch immer du bist, dass du mich verfolgst. Sehe das gerade richtig? Oh Gott, nee. Oh, ich möchte dich haben. Was ist das für ein Ding? Die Maleko. Es ist nicht zufällig hier so, dass irgendwie dann von Minecraft.net die Skins genommen werden und dann. Kann das sein? Dass man hier dann einfach. Die Skins von anderen Spielern. Beziehungsweise Minecraft-Besitzern dann hier auf den Kopf tragen kann. Kann es sein? Oder ist es nur einfach, dass er von bekannten Leuten das eingebaut hat? Es kann natürlich, es ist beides möglich. Deshalb frage ich es jetzt gerade mal. Einfach so mal ganz offen in die Runde. Übrigens, die. Die, Dingens. Spielen werde ich auch noch in mein Favoritenmenü packen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das Skelett auch, also das Skelett Bogenschützen natürlich nur, in meine Favoriten packen, weil ich glaube fast, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass ich dann unendlich Bögen habe, Pfeile. Was trägst denn du da? Das ist ein Hähnchen. Eklig. Was die für Fetische haben, diese. Grauenhaft. Aber naja, jedem das seine. Hallo, ich höre es von zwei Seiten, das ist. Oh, hab ich schon fast gedacht. Komm, geh weg. Nein. Ah, ja. Tschüss. Ich hab gesagt, tschüss. Danke. Boah, unglaublich, bei mir ist es gerade sogar kühl. Dank diesen schönen. Dank diesem schönen Gerät, das ich gerade neben mir stehen habe. Ich möchte bitte hier nicht den Creeper anlocken. Mit anlocken meine ich nicht das englische Wort, also freischalten, sondern. Kann ich mich als Enderman eigentlich teleportieren? Das wäre auch cool. So, ich möchte bitte
Diesen hier als Favorit und diesen hier als Favorit. Ne. Weg. Ist das hier? Ha. Da kann man wohl irgendwas machen. Das, wahrscheinlich muss man dann irgendwie das am Boden hinwerfen, die Items oder so. Ich möchte. Ach, das hatte dann gar keinen Bogen jetzt hier so. An sich. Oh. Man hat natürlich auch die Nachteile, ne? Nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Nachteile. Hier zum Beispiel als Spinne kann ich dann diesen Baum zum Beispiel hochklettern, wenn ich den will. Vorausgesetzt, es ist nicht, ich finde irgendwo eine Stelle, wo kein Block über mir ist. Ist ja hier so ganz praktisch. Ups, Arsch. Kann ich eigentlich hier um die Ecke? Ja, ist. Oh, okay, dann doch nicht. Und ich werde natürlich wieder ich selber sein, das ist ja ganz klar. Achso, jetzt kann man übrigens hier in Richtung Wald gehen. Ach ja. Das war ein kurzer Lag. Spinni, hallo. Tschüss. Was bin ich denn eigentlich für eine Spinne, wenn ich hier eine Spinne bin? Sieht auch so cool aus. Eine rote. Hier lieber eine grüne. Kann ich. Ist das auch zufällig generiert hier? Hallo? Ich möchte bitte. Danke sehr. Jetzt wieder zurück, dann bin ich eine rote. Hm. Ne, weg hier. Ne, wir machen jetzt natürlich ganz ehrenhaft. Wir kämpfen gegen dieses bestialische Biest. Bin ich hier ein bisschen blöd? Achso, das. Ah, genau. Die Blauen, die saugen ja irgendwie Mana oder so. Oh, ich weiß zu wenig über dieses Modpack, das ist grauenhaft. Also, wir wollten hier übrigens ein bisschen Holz abbauen. Das ist, glaube ich, Gummibaum. Aber gut, genau. Von irgendwie Mindfactory, irgendeine Mod oder so. Praktisch ist natürlich, wenn man sich verwandelt hat, auch in Tiere, dann kann man, ne? Hier dann auch so die Tools verwenden noch. Ist ganz praktisch. So. Weiß nicht irgendwie. Na doch, ist schon sortiert. Okay. Wenn man will, ist hier auch auf R sortiert, ja. Okay. Stört mich aber nicht weiter. Denn wir wollen jetzt hier einfach mal nur. Anfang ist natürlich eine Standard-Minecraft, ne? Ist klar, aber. Hallo? Danke. Also mit dem Morphen ist es ja nicht mehr ganz von Anfang an Stand, also nicht mehr ganz so lange Stand Minecraft. Und auch mit Magie und so. Ich habe übrigens gerade so schwankt zwischen 40 und 60 Frames meistens, falls es nur so laggy vorkommt, ne? Ist immer irgendwie wieder meine komische Hand. Ich weiß immer noch nicht, warum das so ist. Ich keine Ahnung. Ich glaube, ist vor allem jetzt im Sommer kommt mir vor. Wahrscheinlich einfach, weil es so hier, ne? Was? Das ist fies. Wahrscheinlich einfach nur hier, weil, ne? Gut, ist auch, kann ich ja dann unter einen Block Höhe einfach rein. Zack, und wieder zurück verwandeln. Praktisch sowas. Was ist das nochmal für ein blauer Willowwood? Ach ja, das sind ja die, die so ganz schnell wachsen und so. Ich bräuchte ein bisschen Fleisch. Ach komm, erstmal einfach das hier. Denn ungebratenes Fleisch ist nicht gerade das, was man hier essen sollte. Weil es eine Verschwendung ist und nicht unbedingt, weil es hier. Ne? Was eine Verschwendung ist halt. Ich würde jetzt ganz gerne mal so in eine Höhle reingehen.
und da ein bestimmtes Monster, also nicht unbedingt Monster, Tier töten, was ganz praktisch für mich wäre. Ich lieb doch so gut. Dieses Outro wurde Ihnen präsentiert von der Schwachkopf GmbH.